Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Ja, Digga, wir haben den Weekend League mit Momo Čović gespielt. Wer ihn nicht kennt, ihr seht ihn gleich. Alle, die im Stream waren, haben das mitbekommen, wie das dazu kam. Und ja, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Weekend League. Und dann dachte ich mir so, mach ich mal ein Spaßteam mit Momo Čović. Ja, das ist das erste Video auf dem Kanal. Ich hoffe, es gefällt euch. Mein Ehrenmod, Denoy, hat es für mich zusammengeschnitten. Kuss geht da nochmal raus. Und ja, wenn euch das Video gefällt, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, ein Like. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Team findet, wie ihr Momo findet. Also, aber natürlich ist es jetzt eine rhetorische Frage, wie ihr Momo findet. Und ja, im Hintergrund seht ihr jetzt noch mein Team, mit dem ich die Weekend League gespielt habe. Rechter Flügel ist natürlich Momo Čović. Der Rest ist relativ, relativ okay eigentlich. Ich habe das Team so gebaut, weil ich keine Coins mehr hatte und es nur Untrades in meinem Verein sind. Und ja, jetzt seht ihr, wie ich mit dem Team in der Weekend League abgeschnitten habe. Viel Spaß. Lass uns mal zum Insider machen. Wadenbrecher. Wies Wadenbrecher. Junge! Was willst du? Ja! Momo Vorlage! Momo Čović Vorlage! Was denn? Sehe ich rote Karte? Ey, Junge, da stehen zwei um ihn rum, weißt du? Das ist schon wieder dasselbe wie am. Jedes Mal das gleiche, Digga. Wo ist Pedro? Hier ist Pedro. Komm. GG gegen selber Einspieler. Small Sepp, Junge. Small. Also Jungs, wir sind live. Erstes Spiel gewonnen. Momo Čović 9,1, 2 Tore und eine Vorlage, was denn? Vorlage in einem Spiel. Die Werte sind so fake, Digga, die sind so washed. Schau mal, Abschluss 42, das sah nicht aus wie 42. Ist es der echte? Ist es der echte? Junge, einfach Momo folgt mir, was ein Ehrenmann. Ey, die Karte ist so gut. Die Karte ist so gut. Die ist so viel besser, wie sie aussieht. Ich meine es krass ernst. Dann lieber gar nicht, Kappa. Digga, wer ist Ronaldo, Junge? Wer ist Ronaldo? Thank you.
Mach mal Kurbel auf die Bank, du gewinnst. Nächstes Spiel mach ich das. Beziehungsweise holst du Elite, ja, für sein. Nächstes Spiel mach ich das. Brauche ich? Ja, brauche ich. Brauche ich? Ja, brauche ich. Brauche ich? Ja, brauche ich. Tschö, das macht so Spaß mit. Oh mein Gott! Stimmt, Sepp, wie war ich Französisch Vortrag? Cooles Team an sich. Schmutzlied. Oh, Nalisa, oh, Gina Lisa. Mit meinen Glocken, Gina Lisa. Er spielt Grifo? Oh, Gina Lisa. Ah, Digga, das war... Ey, Digga, mein Team ist so cool, Ding. Yo, ich spiel gegen Totti Ronaldo und Eusebio. Perfekt, Digga. Digga, wo ist Kurbel, du Knecht? Ich spiele gegen ein 189er Team. Ich habe ein 183er Team. Chat. Ja, ey, guck dir das an. Ey, Mann, ich stehe doch damit voran, Digga. Ey, ich habe jetzt schon keinen Boss mehr. Digga, Blond, der ist der Allerechte. Nein. Ey, Mann, Digga. Ey, Mann, es ist so lächerlich. Der muss nur aufs Tor schießen, Digga. Aber das Team haben wir ja nicht mehr, deswegen ist das Team jetzt nicht teurer als deins, weißt du? Verstehst du? Das ist so ein. Alter, das ist. Das mit dem Team. Das ist so ein. Ich habe vor zwei Wochen angefangen und baue mir mein Schweizer Team. Glaubst du, gezogen oder gekauft, weil er so ein deutscher Knecht ist? Ja, er ist FT in Deutschland, das ist selten ein deutscher Knecht. Das ist so einer. Egal wie gut die Karte ist, Borussia Dortmund. Wenn er 5 fertig stehen würde, dann kannst du das nicht gut. Boom! Ja, der Allerechte. So cool, bitte mach ihn. Bitte mach ihn. Er macht ihn, das ist mein Bronzespieler. Ich will dir auch raus, so wie der davor. Guck hier. Cool. Was denn? Ja, okay. Das ist irgendwie ein. Komm, Chovic Vorlage. Oh mein Gott, wäre der nicht reingegangen, Alter. So. Der hat den 4 Spiele für Tor gemacht, das haben wir gerne. Chovic! Ja, er ist der allererste Junge! Quill dich raus, du kleine Sau! Juhu! Chovic! Borussia Dortmund! Hier, Digga! Hier! Er ist der allererste!
Moritz Jovic, Junge. Wer hat gehatet? Tore, zwei Stück. Er ist der allerechte. Oh nee, Traoré, Digga. Traoré, Freeze. Adama, Smalling. Diese What If. Digga, fuck. Und ich habe, muss ich auch gerade sagen, ein bisschen Gegner lag. Weil die haben alle so gut, so okay Teams, aber nicht so ohne mal krasse Teams. Ronaldo, Rune, oh ne, jetzt spielt gegen Schützer. Oh mein Gott, er spielt Full England, Holland Team. Was eine Maschine. Junge, Digga, die quitten alle, wenn ich mit dir Tore schieße. Du würdest noch mehr Tore schießen, aber die quitten alle in der ersten Halbzeit. Ich mein's krass ernst, Digga. Komm mal, pass ihn, Doppelpass, Tor. Oh, Jovic schon wieder eine Vorlage. Er ist der allerbeste, ich mein's so ernst. Langsamer. Jovic Vorlage, er ist der allerechte, Digga. Ich weiß nicht, Alter. Oh mein Gott, er ist so gut. Ein Tor in die Masse rein. 13 Tore. Und hier nochmal schön 2 Assists gemacht. Er ist der allerechte. Er hat mehr Scorer als Spiele. Ich check ihn nicht. Ja, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, Digga. Er ist der allerbeste. Yo, Ronaldo, 95 an Rot, perfekt, danke dir. Ich habe 6 Spiele. 1-0, was denn? Ey, ich steuere ihn auch noch dahin. Die Pässe gerade. Boah, wichtig. Hey, Digga, es ist gerade so komisch, Mann, das Gameplay. Wichtig, Digga, wichtig. Training. Ja, hau mal dein Insta rein, den neue, ich schwör. Ich auch mal machen können. Ja! Er ist der allerbeste, ich sag's euch, Junge! Schon wieder zweite Bälle. Alter, was ein asoziales Tor. Viel investieren, viel gewinnen, ja genau. Digga, weißt du, wer nicht mehr normal ist? Guck mal, kennt ihr ihn hier? Er ist der allergrößte, Digga! Er tanzt, er ist wuselig, er tanzt mit den Spielern. Er kennt da gar nichts, Digga. Er kennt gar nichts. Auch kein Trikot. Er geht aufs 3-0 zu. Er ist so gut! Er hat den Hattrick geschossen! Er ist der allerechte, Digga! Er ist der allerechte! 4 Tor Abstand geführt habe, habe ich ihn eingewechselt. Und dann hat er einmal bei mir so ein krasses Tor geschossen und dann hat er geschrieben, und ich habe das halt hochgeladen. Dann hat er geschrieben, einmal mal früher bringen, dann reicht's für Elite. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, Digga, du spielst jetzt von Anfang an. Der Junge hat 3 Tore geschossen, Mann. Gegen den Ronaldo und keine Ahnung wen. Er hat 3 Tore gemacht. Ja. Wie gut. Ja. Er hat gleich viele Tore wie Spiele und dazu noch 11 Vorlagen. Ah, Mann! Er ist so gut. Nach deinen Prüfungen natürlich, aber da muss was richtig Geiles daher. Jetzt spiele ich gegen Ronaldo, Pelé, Long, Ribéry, Bruno Fernandes, Walker Inform, Schmeichel, Seedorf, Butra. Aber ich, ist egal, Digga, mich kann nichts mehr brechen. Guck mal, schon wieder. Er hat Prime Moments Kluivert. Glaubst du, das juckt mich? Er hat Totti Bruno Fernandes. Juckt mich das? Nein. Weil ich bin der Allerechte. Schau mal, er denkt.
Flex. Tesla. Zwei Spiele, die ich nicht hätte verlieren müssen. Oder nicht dürfen. Ja, und dann sowas, Digga. Was soll ich denn machen, Mann? So eine Scheiße. Verteidiger und kein Kopfball. Digga, Supporter hier. Bitte kein Abseits. Oh mein Gott, geil! Scheiß drauf, Digga. Sag zu machen. Ja, Maurice Jovic! Er ist einfach der Allerechte, Digga. Was soll ich euch erzählen? Weil ich bin der Allerechte. Schau mal, Das ist ja das Geile. Guck mal, zwei Tore, Maurice Jovic, was soll ich dir erzählen? Und bitte, oh schade, leider keine Vorlage. Egal, der hat in 21 Spielen 21 Tore, 12 Assists. Und das ist, ja, eben, das ist eine fucking Bronzekarte, Digga, das ist ja das Ding. So Leute, jetzt sind wir am Ende vom Video angekommen. 14-7 war es am Ende. Ja, ihr kennt es ja selber, die Rewards gönnen eh nicht, deswegen habe ich auch nicht mehr weitergespielt, hatte dann am Abend auch noch was vor. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel für mehr Videos. Wenn ihr Videovorschläge habt oder wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich habe ein paar Sachen noch im Hinterkopf, was ich machen könnte. Ein Video mit Nils soll auf jeden Fall bald kommen. Vielleicht zum neuen Event. Mal schauen. Falls ihr aber bei den Weekend League Spielen live dabei sein wollt, dann guckt gerne auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich bin jeden Freitag und Sonntag safe online. Und sonst halt immer mal wieder, wenn ich Zeit und Lust habe. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Kuss geht raus.